Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Habe ich nichts gegen. Ja, jetzt höre ich gerade, wir haben ein kleines Tonproblem. Kann ich ein zusätzliches Mikro bei Ihnen befestigen? Geht ganz schnell. Ja, also wenn es ganz schnell geht. Ja. Und es macht einen dollen Eindruck. Nee, Sie können auch weiter essen, aber ich setze ihn nochmal auf. So, ich teste das gerade mal. 1, 2, 3, check, check. 1, 2, 3, test, test. Test, test. Haben Sie was gehört? Mhm. Dann funktioniert das, alles klar. Ist das ein Stereo-Mikro hier oben? Bitte ein was? Ist das ein Stereo-Mikro? Das ist ein Stereo-Hi-Fi-Dolby-Digital-Mikro. Wir müssen es noch einmal machen. Ein letztes Mal. Wir müssen das Signal ein bisschen verstärken. Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Ja, warum nicht? Jetzt höre ich gerade, Entschuldigung, das Mikrofon war zu schwach. Können wir es noch einmal machen? Und wir nehmen ein Mikrofon, das ein bisschen mehr Power hat, weil das ist einfach der Akku leer. Lass mal hier hin. Was das soll? Das ist ein leistungsstärkeres Mikrofon. Ja? Also finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Das ist mir leise sprechen, leise. Es ist mir im Prinzip egal. Meiner Meinung nach soll es der Bessere werden. Also ich bin der Meinung, nächstes Mal... Lauter noch. Ich bin der Meinung, nächstes Mal sollte in der Tat eine Frau Kandidat, nicht nur Kandidatin, sondern auch gewählt werden. So, wie wir es bei der letzten Wahl ja schon vorgesehen hatten. Ja. Haben wir's? Danke. Ist der Akku wieder leer? Ja, ich hab dir doch gesagt, also wir filmen 5 Minuten, jetzt ist der Akku alle, das ist scheiße. Komm, wir machen es alleine, ist gut. Das tut mir leid. Wir müssen das jetzt so machen, hier, Monsieur hat also hat's wieder vergeigt, dass wir einfach die Stromzufuhr selber regeln, ja? Jetzt steck das doch mal da in die Tasche rein. Und du gehst mal ganz weg, so. Okay. Wir stellen die Frage nochmal, wäre nett, wenn Sie so ein bisschen treten, dann haben wir den Strom und das Kopfwackeln am besten nicht vergessen und dann sind Sie durch. Also nochmal. Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Fände ich sehr gut, ja. Ja, dann trete ich vielleicht am besten für Sie, wenn Sie den Mittelfußbruch haben. Das muss ja nicht sein, ne? Ich ziehe das nochmal gerade auf. Oder nee, jetzt muss ich den Sender ja aufhaben, weil ich trete ja. 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 Okay. Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Ja, natürlich finde ich das. Ist ja klar. Jetzt. Geschlechtsgenossin. Ja. Jetzt hat mein Kollege noch eine Frage an Sie. Mhm. Entschuldigung, haben Sie gerade mal Feuer? Ja, vielleicht. Ich rauche nur nicht, das ist das Problem. Ja, wäre nett. Also haben Sie nicht, na gut. Alles klar. Danke. Danke. Als Frau oder Mann, für mich spielt es keine Rolle. Jetzt hätte ich noch eine Bitte. Können Sie sich einmal ganz kurz rumdrehen, weil ich möchte mit Ihnen nicht unbedingt im Bild sein. Einfach mal so, genau. Stelle ich Ihnen die Frage nochmal, ja? Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Mir ist das völlig egal. Ja, ich höre, Sie sind immer noch zu gut im Bild. Können Sie einmal noch mal ein Stück nach vorne gehen? Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Das ist von, aus meiner Sicht ist das egal. Sind Sie bereit? Ja? Okay. Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Ich denke, die nächste Bundespräsidentin sollte eine Frau sein. Sie sind bereit? Super. Ich rufe jetzt an. Hallo, ich bin's. Finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Der es wird, der muss gut sein. Wie der Herzog, wie der Weizsäcker. So, alles klar. Das reicht, weil es wird ja auch teuer übers Handy. Aber ja, es wird zu teuer. Dankeschön. Tschüss. Jetzt habe ich nur eine kurze Bitte an Sie. Und zwar brauchen wir nachher im Schnitt Markierungspunkte. Können Sie einfach, wenn ich so mache, flupp sagen? Das ist für uns nachher einfach in der Endbearbeitung. Ja, das wäre sehr nett, dann sind Sie auch durch. Ja? Also, finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Flupp. Oder? Ja, nur wenn ich so mache. Also ganz normal antworten und wenn nicht so, ja? Also nochmal antworten. Ja, von mir aus ja, ist egal. Egal. Also finden Sie, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Das ist mir egal, flupp. Hauptsache er ist fähig. Flupp. 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 Das ist flupp. Flupp und das ist flop. Und das ist flop. Oh wei. Ja? Sind Sie der Meinung, der nächste Bundespräsident sollte eine Frau sein? Ich persönlich flop. Flupp. Habe nichts dagegen. Flop. Es muss nur der richtige Flop sein.